Wir schreiben einen Song Teil 2 und heute nehmen wir ein echtes Schlagzeug auf und sorgen dafür, dass unser Song das richtige Fundament bekommt. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zum zweiten Teil von Wir schreiben einen Song und in diesem Teil geht's jetzt ans Eingemachte. Letzte Woche haben wir ja die Pilotspur aufgenommen. Falls du das verpasst haben solltest, kann ich dir hier mal einen Link einblenden und kannst du schon mal draufklicken. Dann kannst du dir das Video schon mal reinziehen und dann weißt du genau, wo wir jetzt gerade stehen. Wir haben mit der Gitarre nämlich eine Pilotspur aufgenommen und an der orientiere ich mich jetzt für den Rest des Songs. Das heißt, die Songstruktur ist jetzt schon mal vorgegeben durch diese rudimentäre Gitarre und jetzt fangen wir mit dem ersten echten Instrument an. Ich nehme das Schlagzeug immer als erstes auf, weil das Schlagzeug für mich, gerade in einem Rocksong wie diesem, aber normalerweise sonst auch der Beat, das Zentrum von jedem Song ist. Und alle anderen Instrumente sollten sich meiner Meinung nach am Zentrum, am Beat, am Schlagzeug orientieren. Damit alle Instrumente aber auch passend auf das Schlagzeug drauf spielen können, muss man es halt als erstes aufnehmen. Und das machen wir heute in dieser Session. Ich zeige dir heute, welche Vorbereitung ich dafür in der DAW betreibe. Dann gucken wir uns natürlich an, welche Mikrofonierung ich habe und wie das ganze Setup ist. Dann nehme ich das ganze Ding auf, mische das nochmal rudimentär, damit wir ordentlichen Sound haben, auf den wir dann nächste Woche aufbauen können. Und dann sind wir schon fast am Ende, wenn dann nicht noch das kleine Wünsch dir was käme. Denn im kleinen Wünsch dir was geht es darum, wie ich dann nächste Woche den Bass aufnehme. Aber da kommen wir später zu, nachdem ich das Schlagzeug aufgenommen habe. Bleib also auf jeden Fall dran. Und falls dir dieses Video oder diese Serie sogar sehr gut gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du es mir zeigst über einen Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefallen sollte, dann drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Wir gehen jetzt aber erstmal in die Session und schauen, welche Vorbereitung wir treffen müssen. Denn das ist einiges, was wir da machen müssen. Also gehen wir mal rüber. Um die Session jetzt passend vorzubereiten, muss ich natürlich eine ganze Menge Spuren jetzt erstmal vorbereiten, auf die ich dann später das Schlagzeug aufnehmen kann. Man kann ein Schlagzeug zwar mit einem Mikrofon aufnehmen, ist aber nicht so cool im Mix und der Sound ist auch gewöhnungsbedürftig, manchmal gewollt, aber in diesem Fall nicht. Wir machen ja einen Rocksong, also müssen wir mehrere Spuren aufnehmen. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, welche wir da haben. An der Bassdrum habe ich zwei Mikrofone. Eins am Resonanzfeld und eins in der Bassdrum. Dann brauche ich einmal Snare, dann brauche ich einmal Hi-Hat, dann habe ich einmal die Wurst mitten im Schlagzeug stehen und dann habe ich noch zwei Overheads und ein Raummikrofon. Ich brauche also 8 Spuren, die ich jetzt anlegen muss. Und in Studio One ist das relativ zügig gemacht. Man klickt hier oben, einfach oben links, hier auf dieses Plus. Da steht schon Spuren hinzufügen. Ich hätte jetzt auch T drücken können. Drück mal auf das Plus. Und dann geht dieser Dialog hier auf. Und da kann man dann den grundsätzlichen Namen der Spuren wählen. Dann kann man hier den Typ wählen, nämlich in dem Fall Audio. Dann die Anzahl der Spuren, die ist schon richtig eingestellt. Wir brauchen 8 Spuren. Die Farbe kann man hier einstellen. Die ist bei mir rot, auch praktisch, dass es schon direkt eingestellt ist. Und dann kann man hier unten noch die Eingänge und so weiter einstellen. Das brauchen wir aber alles erstmal nicht, denn das müssen wir sowieso separat pro Spur machen. Wir können also jetzt einfach getrost schon mal auf OK klicken und dann, mache ich den Mixer mal aus, sieht man, dass wir hier auf der linken Seite 8 Kick-Kanäle haben. Die sollen natürlich nicht alle Kick heißen, deswegen benenne ich die mal um. Kick wird zu Kick und die, also der Kick, warte mal, den nehmen wir mal Kick, je nach dem Mikrofon. Ne? Pass auf, ich bereite das mal hier vor und ich zeige dir dann parallel gerade mal, welche Mikrofone ich am Schlagzeug habe, mit welchem Setup ich hier aufnehme. Und wenn wir dann wieder zurückkommen, dann habe ich hier die Session schon mal soweit vorbereitet. Jetzt kommt noch ein bisschen Fleißarbeit. Also gehen wir mal rüber. Ja, so ein Schlagzeug-Setup ist natürlich auch immer mit einer kleinen Roomtour verbunden, denn ein Schlagzeug ist doch ein sehr raumgreifendes Instrument. Und ich habe hier gerade mal die Kamera auf mein Schlagzeug, auf meine Schießbude gerichtet. Und wir fangen einfach mal an, hier in der Mitte. Ich gehe mal hier rum und gucken wir uns mal direkt das Hauptinstrument an, nämlich die Snare. Die Snare ist hier mit einem Beta 57 von Shure versehen. Eigentlich ein Klassiker. Ich hätte auch ein SM 57 hinmachen können, weil das Beta 57 ist eine Hyperniere und die nimmt noch ein kleines bisschen weniger von hier hinten auf. Das heißt, von der Hi-Hat nimmt die noch ein kleines bisschen weniger auf. Dementsprechend war das jetzt meine erste Wahl. Und wenn wir hier mal rumgehen zu den weiteren Trommeln, kommen wir zum ersten Tom. Da habe ich ein MD 421 und tadadada, am zweiten Tom wupp, da auch noch ein MD 421. Das heißt, zwei MD 421 an den Toms, die Klassiker. Alte Mikrofone noch mit Tuchelanschluss. Aber ich mag den Sound von den beiden Dingern, auch wenn wir sie in diesem Mix nicht benutzt haben. In der Mitte vom Schlagzeug steht das SM57, meine Wurst. Und die Wurst soll dafür sorgen, dass das komplette Schlagzeug einmal komplett aufgenommen wird. Und falls du dich interessierst, was es genau mit der Wurst auf sich hat und warum das Ding überhaupt Wurst heißt, dann kann ich dir mal ein Video verlinken hier oben, das ich schon mal dazu gemacht habe. Da habe ich alles genau erklärt, was es damit auf sich hat. Wenn wir durch das Fell von der Bassdrum durchgucken hier vorne, dann kann man sehen, dass da noch ein Mikrofon drin liegt. Ich habe die nicht großartig gedämmt, aber ich habe auf jeden Fall einen kleinen Schaumstoff da reingelegt und auf dem Schaumstoff drauf ist ein Beta
91A von Shure, ein Grenzflächenmikrofon, was die Trommel von innen aufnimmt und direkt quasi vorm Fell liegt. Und damit haben wir eigentlich schon fast alles hier am Schlagzeug abgedeckt. Die Overheads kommen noch dazu. Die Overheads, das sind die Fathead 2, zwei dynamische Mikrofone, die ich hier über das Set gehängt habe in der Blümlein-Aufhängung. Blümlein oder Blümlein? Muss ich nochmal nachgucken. Blümlein. Eins auf jeden Fall nach links gerichtet und eins nach rechts gerichtet, beziehungsweise umgekehrt. Dies hier ist links und dies ist rechts, weil ich das Schlagzeug immer aus der Perspektive des Drummers aufnehme. Und die beiden waren ein Tipp, den ich bekommen habe hier, Geheimtipp, günstige Mikrofone für Overhead, aber super, habe ich mir dann auf Umwegen über Amerika kommen lassen und habe es bis heute nicht bereut, dass die beiden jetzt meine Freunde geworden sind. Also, Fathead 2 von Cascade, glaube ich, ist die Firma. Und damit sind wir schon fast am Ende, denn das Schlagzeug wird nur noch hier von vorne einmal an der Bassdrum aufgenommen. Und an der Bassdrum habe ich eine diesmal nicht in Gebrauch befindliche Subkick. Einen Speaker aus einem NS10M Lautsprecher von Yamaha. Da habe ich ein Kabel dran gelötet und dann einfach als vom Lautsprecher umfunktioniert in ein Mikrofon. Nimmt nur die tiefen Frequenzen auf. Haben wir diesmal nicht in Gebrauch. Dafür kann man hier das Audix D6 sehen, was hier noch genau in die Trommel reinschaut. Auch ein Klassiker an der Bassdrum mittlerweile geworden. Modernes Mikrofon, das eigentlich für Bassinstrumente, also Bass, Bassdrum oder Bass gebaut wurde. Und das ist hier bei mir am Loch und zeigt direkt in die Trommel rein. So, damit müssten wir eigentlich alle Mikrofone hier abgedeckt haben. Die gehen natürlich in meinen Rechner rein. Dafür müssen wir uns hier mal so ein kleines bisschen durchfuscheln, weil ich habe ja hier alles aufgebaut fürs Video. Und wir gehen mal hier an mein Seitenreck. Und da kannst du sehen, weil mein Apollo, meine Universal Audio Apollo, weil die nur 8 Analog-Eingänge hat und ich beim Schlagzeug meistens mehr brauche, habe ich hier über ADAT noch einen zweiten Amp angeschlossen. Ein Octane. Und der sagt auch schon, dass der quasi 8 Preamps zur Verfügung stellt, der gute. Und kommt von M-Audio. Ist ein sehr unauffälliger, unaufgeregter Preamp. Und deswegen mag ich ihn auch so gerne, weil man macht ihn an und er macht einfach nur das, was er soll. Nämlich Mikrofone laut und schickt die dann per ADAT quasi direkt hier oben in meine Apollo. Und in der Apollo werden dann aber noch hier auf den Kanälen 1, 2, 3 und 4 Bassdrum, Snare, Overhead und Overhead aufgenommen. Das heißt, hier kommen 4 Kanäle an, unten kommt der Rest an und dann geht das Ganze noch hier in die DAW, die ich hier gerade aufgemacht habe. Und hier drunter sehen wir noch meinen 6176 von Universal Audio und der versorgt das Raummikro. Das heißt, ich habe noch ein Raummikrofon aufgestellt und das Raummikrofon geht direkt auf diesen Preamp und dann auch in den Rechner rein über die Apollo. Und bei dem Mikrofon handelt es sich luxuriöserweise um meinen Klassiker, das U87 von Neumann, das Mikrofon. Ich glaube, wenn ich alle verkaufen müsste, dieses würde ich nie und nimmer hergeben. Das zeigt quasi, wenn ich mal von hinten zeigen kann, direkt aufs Schlagzeug und damit kann ich dann quasi direkt den Raum aufnehmen und alles, was drumherum stattfindet. Du siehst, mein Raum ist nicht großartig bearbeitet. Es gibt nicht viele Spökes. Ich habe unter der Decke ein paar Paneele, die das ein bisschen abdämpfen. Ich habe das dicke Regal, was hier steht und ein bisschen Krempel und so weiter. Aber eigentlich ein relativ ungedämmter Raum. Deswegen gibt es hier auch einigermaßen Rauminformationen, die man aufnehmen kann. Und die kann man auch noch schön verwenden, wenn man die dann im Mix nochmal einsetzt. Die Fleißarbeit ist erledigt und ich habe die Session soweit vorbereitet. Das heißt, ich habe die einzelnen Kanäle jetzt erstmal so benannt, nach dem, was sie aufnehmen. Und wenn wir mal reinzoomen, können wir das hier genau sehen. Die Kick, also das D6, das Audix D6 steht ja außen an der Trommel. Deswegen habe ich hier die Spur einfach Kick D6 genannt. Das Beta 91 lag in der Trommel. Dann das Beta 57 hier mit der Snare. Dann die Hi-Hat mit dem M160, Overhead links und rechts mit dem Fathead-Mikrofon, dann die Wurst, das SM57 und das U87 als Raummikrofon. Das Ganze habe ich natürlich dann im Mixer auch soweit vorbereitet, dass hier die Eingänge schon mal richtig angezeigt werden. Hier die Kick bei der Kick, Kick innen, Snare, Hi-Hat, Overhead links, Overhead rechts, Eingang 9 ist bei mir die Wurst, die muss ich dringend mal umbenennen. Und der 6176 ist das Raummikrofon, also das U87. Will sagen, alle Kanäle sind scharf geschaltet. Hier an der Snare kannst du es auch schon sehen. Da ist schon Ausschlag, das ist die Stimme, die ich gerade hier spreche, weil mein Kanal ist nämlich gerade aktiviert. So, die Session ist also vorbereitet, wir können jetzt aufnehmen, alle Kanäle sind scharf geschaltet auf Aufnahme, das heißt, ich gehe jetzt rüber zum Schlagzeug und jetzt wird's ernst. Oh ja, drück mir die Daumen, los geht's. Psst.
So, mit der letzten Aufnahme habe ich es auch tatsächlich noch geschafft, das Ding einmal fehlerfrei durchzuspielen. Zumindest für meine Verhältnisse ist es ganz gut gelungen. Ich habe schon einmal kurz durchgehört, es ist also kein Fehler drin. Falls ein Fehler drin gewesen wäre, also ich bin eigentlich mit der kompletten Aufnahme zufrieden, nur ein klitzekleiner Fehler, dann hätte ich das natürlich noch ausbessern können. Du hast gesehen, ich habe mehrere Aufnahmen gemacht, also hintereinander direkt weg. Und Studio One hat das natürlich hier auch untereinander gespeichert, die einzelnen Versuche, die ich hier gemacht habe. Ich habe die ja im Loop aufgenommen. Und wenn ich dann mit dem Comping mir die beste Stelle raussuchen würde aus der kompletten Session, dann könnte ich einen kleinen Fehler durchaus ausbessern. Ich nehme einfach aus der einen Aufnahme ein Stück, wo es fehlerfrei ist und schiebe das einfach dann da rein an die Stelle, wo der Fehler gewesen wäre. Falls du überhaupt nicht weißt, wovon ich rede, dann schreib mir bitte mal unten Video Comping rein in die Kommentare, dann weiß ich, dass ich dazu ein Video mache, denn speziell das Drum Comping ist schon eine interessante Sache. Man kann einfach 8 Spuren aufnehmen, also 8 Mikrofone gleichzeitig und kann die alle gleichzeitig bearbeiten und sich den besten Take daraus zusammensetzen. Funktioniert bei Gesangsaufnahmen, funktioniert bei Drums noch viel besser. Falls dich das also interessiert, mache ich mal ein separates Video dazu. Hier bleibt jetzt übrig, dass ich die Aufnahme fertig im Kasten habe. Das heißt, der letzte Track war es im Prinzip und das wird die Basis von unserem Song. Wir hören mal rein, wie das im Moment klingt. Die Gitarre mal aus. Das ist also die Aufnahme, wie sie klingt, wenn sie bei mir aus dem Raum kommt. Ich habe nichts gemacht, alle Panoramas sind noch richtig eingestellt. Ja, hier ist einer auf 11 gerutscht, keine Ahnung, wie das passiert ist. Stellen wir den mal wieder zurück auf C, auf Center. Also alle Pegel sind auf 0, alle Panoramas sind in der Mitte. So klingt das Schlagzeug also roh, wenn ich so aufnehme. Du kannst ja auch sehen, mit welchem Pegel ich ungefähr aufgenommen habe. Hier bei den Overheads, Hi-Hat, Wurst und Raum bin ich eher konservativ gewesen. Snare und Bassdrum sind ein bisschen heißer aufgenommen, aber nichts in dem Bereich, wo es wirklich übersteigt. Steuern würde. Und wir fangen jetzt einfach mal kurz an, uns einen rudimentären Sound zu mischen, denn die Basis für unseren Song soll schon so eine Art Rough Mix sein, damit ich mich beim Bass aufnehmen dann später auch wohlfühle und auf ein echtes Schlagzeug aufspielen kann. Also, ich fange mal an mit der ersten Bassdrum mit dem Audix D6, stelle das auf Solo und wir hören mal kurz rein, wie es klingt. Ja. So klingt halt ein Audix D6 bei mir an der Bassdrum. Da brauche ich jetzt einen Equalizer für. Nehme ich den Pro EQ und stelle ihn jetzt mal passend ein. Nehmen wir erstmal einen Sicherheits-Low-Cut, den ich bei 20 Hertz setze so. Und dann denke ich mal, weißt du was? Ich erspare dir jetzt den kompletten langen Prozess und gehe jetzt mal schnell direkt rüber zu der fertigen Session. Ich mache das mal eben fertig und wir springen mal kurz in der Zeit und dann zeige ich dir gleich, was da bei der Mix-Session rausgekommen ist. Du kannst auf jeden Fall alles nachvollziehen, was ich gemacht habe. Also, wir springen mal rüber. Los geht's. So, Mix ist abgeschlossen und ich habe tatsächlich nur Equalizer benutzt. Ich habe in jedem einzelnen Kanal nur mit einem Equalizer ungefähr das geformt, was ich mir von dem Instrument wünsche und habe noch ein bisschen an den Volume-Reglern rumgespielt und noch ein bisschen am Panorama. Das war das Einzige, was ich gemacht habe. Und wir hören mal kurz rein, was dabei rausgekommen ist. Also, ein vernünftiges Schlagzeug, finde ich. Ein gutes Rock-Schlagzeug und vor allem erstaunlich. Ich habe das ja hier in meiner Bude, in meinem kleinen Zimmer aufgenommen und mit den Mikrofonen, die ich dir gezeigt habe. Also, ich finde es gar nicht schlecht. Und wie gesagt, ich habe nur Equalizer genommen. Das schauen wir uns jetzt mal kurz am Beispiel an. Wir nehmen als erstes mal die Kick und hören mal rein, was ich gemacht habe. Wie du siehst, habe ich hier schon eine ziemlich abgefahrene Kurve gemacht, habe in den Bässen mit einem Low-Cut ein bisschen was weggenommen, dann habe ich hier in den Mitten was rausgeregelt und habe hier in den Höhen den Klickbereich, den Attack-Bereich nochmal ein bisschen hervorgehoben. Falls du dich für die einzelnen Einstellungen hier interessierst, dann kannst du das Video jetzt mal kurz anhalten und dir das in Ruhe angucken, was ich hier eingestellt habe. Dann brauche ich nicht jede einzelne Einstellung vorturnen. Das ist nämlich das, was ich bei der Bassdrum, bei dem D6 außen an der Bassdrum eingestellt habe. Das klingt solo so. Schon Wumms untenrum, aber auch im Klickbereich ein bisschen rausgearbeitet. Aber alleine gilt ja nicht. Wir haben ja noch ein zweites Mikrofon, nämlich hier einmal das Beta 91A, das natürlich in der Bassdrum drin lag. Hier habe ich untenrum mehr weggeschnitten, weil der Druckbereich sollte dann von dem D6 kommen. Habe dann in den Mitten wieder was rausgenommen und hier auch den Klickbereich nochmal rausgearbeitet. Hier jetzt nochmal zum Angucken für dich, wie die einzelnen Einstellungen. Aber wie gesagt, kein Wunderwerk, sonst was eben. Ich habe nur den Equalizer hier benutzt und habe dann hier passend noch den Fader ein bisschen runtergezogen und das war es im Prinzip auch schon. Zusammen klingen die Bassdrums so.
Aber auch da alleine gilt nicht. Also sie hat einen guten Attack, sie hat einen guten Druckpunkt unten rum, aber alleine gilt nicht, muss man ja mit dem ganzen Schlagzeug zusammenhören. Also gehen wir mal weiter zur Snare. Und die Snare hier hat sogar zwei Equalizer drauf. Den ersten, mit dem ich den Sound rudimentär geformt habe. Ich habe hier natürlich wieder einen Low-Cut, das ist bei mir so ein Automatismus drin. Dann hier ein bisschen bei, was ist das, knapp vor 200 Hertz ein bisschen angehoben, damit sie ein bisschen unten rum drückt. Eine Resonanz rausgefiltert, die habe ich mit der Sweep-Methode gefunden. Und dann hier in der Mitte was rausgenommen und dann hier bei 5 kHz nochmal den Attack-Bereich ein bisschen bearbeitet. Und weil mir das noch nicht genug Attack auf der Snare war, habe ich dann auch noch einen weiteren Equalizer reingeladen und hier nochmal ein kleines bisschen angehoben bei 5 kHz, damit sie noch ein kleines bisschen knackt. Auch hier, alleine hören gilt nicht, aber wir machen es trotzdem mal. Ne, das ist meine Snare, die bei mir steht. Ich habe auch kein Gate benutzt oder sonst was irgendwie, sondern habe das Instrument wirklich komplett mit allen Aufnahmen so gelassen. Ich habe nur kurz vorher geguckt, ob die Phasenlage der einzelnen Spuren richtig ist. Das ist sie, deswegen gibt es da auch keine Probleme. Und falls du nicht weißt, was mit Phasenlage gemeint ist, ich habe mal ein Video dazu gemacht. Das kann ich dir mal verlinken, kannst du mal hier oben gucken. Da geht es darum, wie man die Phase bei verschiedenen Instrumenten, wie zum Beispiel einem Schlagzeug, checkt. Aber das jetzt nur am Rande, die Snare. Dann kommen wir zum nächsten Instrument. Das ist die Hi-Hat. Da habe ich natürlich Hi-Hat-typisch untenrum eine ganze Menge weggefiltert, hier auch in der Mitte kurz vor 500 Hertz noch eine Menge rausgenommen. Ansonsten habe ich aber nichts gemacht, keine Höhen angehoben oder sonst was irgendwie. Der Mix wird noch brillant genug. Dann haben wir als nächstes das Overhead. Beim Overhead war mir irgendwie, ich habe auf die Pegel anscheinend nicht sauber geachtet, denn die linke Seite war leiser und zwar um satte 9 dB, wie auch immer das passiert ist, aber ich nehme hin und wieder auch mal andere Sachen auf, deswegen sind die nicht immer synchron eingestellt, habe ich mal eine Sekunde nicht aufgepasst, aber das ist ja, wenn wir in 24-Bit aufnehmen, kein Problem. Also habe ich hier einfach mit einem Mix-Tool den Pegel ein bisschen angehoben. Vorher habe ich den Equalizer, das hätte ich jetzt auch andersrum machen können, wäre wurscht gewesen, aber mit dem Equalizer habe ich hier auch geformt. Ne? Kannst wieder anhalten, kannst du dir die Einstellen kurz angucken. Ich kann dir nur kurz sagen, untenrum weggeschnitten, mitten weggeschnitten und dieses Mal bei ungefähr, wo habe ich da angehoben, bei knapp 2 kHz, 1,8 kHz habe ich ein bisschen was angehoben, weil es mir da gut gefallen hat. Obenrum ein bisschen weggeschnitten, aber guckst du dir im Detail nochmal an. Mit Anhalten kannst du in Ruhe gucken. Das gleiche habe ich natürlich auf der rechten Seite auch gemacht. Habe hier einen Equalizer genommen. Gleiche Einstellung. Die beiden Mikros sind gleich. Die sind auch einjustiert aufeinander. Deswegen können die dann auch die gleiche Equalizer-Einstellung haben. Hier ist das Mix-Tool auch drauf. Allerdings nur aus Laufzeitgründen. Ich vertraue einfach dem Latenzausgleich von Studio One nicht. Und damit nicht der linke und der rechte Kanal irgendwie ein bisschen auseinanderlaufen und sich klingen können, habe ich das Mix-Tool hier einfach auch mal reingeladen, aber das könnte ich wie bei dem anderen auch mal eben kurz auf die zweite Position schieben. So, haben wir das auch. Und dann bleibt noch die Wurst. Die können wir uns mal alleine anhören, die Wurst. Die klingt mit dem Equalizer so. Ist jetzt nicht zu laut, aber ich finde, man kann das schon fast alleine nehmen. Wenn du da noch ein Bassdrum-Mikrofon dazu stellst, kannst du mit der Wurst schon fast alleine das Schlagzeug aufnehmen. Hab hier ein bisschen untenrum angehoben, hab hier mit dem Low-Cut weggefiltert, auch wieder in den Mitten bei 500 Hertz rausgefiltert. Ich bin kein großer Freund von dieser Frequenz. Und dann habe ich hier noch ein bisschen bei, was weiß ich, 4 kHz ungefähr angehoben. Auch das eine ganz normale Equalizer-Kurve, zumindest eine für mich. Und dann bleibt noch das Raummikrofon übrig. Beim Raummikrofon im U87 habe ich eigentlich nur untenrum ein bisschen weggenommen und auch wieder in der Nähe von 400 Hertz diesmal rausgefiltert. Keine Höhen angehoben oder sonst was. Irgendwie der Mix wird sowieso noch brillant genug. Und wie gesagt, zusammen klingt das Schlagzeug schon wirklich ganz ordentlich. Machen wir hier alle wieder zusammen. Da gibt es bestimmt auch einen Shortcut für, wie man alle gleichzeitig zumachen kann. Und habe dann einfach alle Instrumente aus dem Schlagzeug nochmal auf eine eigene Gruppe geroutet. Und das ist dann diese hier, Drums komplett, da läuft alles zusammen und da kann ich das Schlagzeug dann, wenn ich mag, noch weiter bearbeiten, zum Beispiel als ganzes Instrument. Das ist ja auch mal ganz schön, kann da noch einen Kompressor draufladen oder sonst was irgendwie. Jetzt klingt das Schlagzeug auf jeden Fall so. Mit der Gitarre zusammen. Und da kommt sogar so ein Rumpeldrammer wie ich ins Schwärmen. Mir gefällt es jetzt auf jeden Fall. Für einen Rough Mix finde ich es ganz gelungen. Und da kann ich jetzt auf jeden Fall den Bass perfekt draufspielen. Apropos Brass. Diesmal keine Trompeten.
reden über Bass und wünsch dir was. Also rüber. Also wünsch dir was ist angesagt. Nächste Woche nehmen wir den Bass auf und du kannst mir in zweierlei Hinsicht helfen. Zum einen, du bist ein Mega-Bassist und hast eine riesen Idee, wie du diesen Song mit deinem Bassspiel aufwerten kannst. Dann schick sie mir auf jeden Fall zu. Nimm deine Idee auf. Du kannst dir die ganzen Spuren hier übrigens runterladen. Auf meiner Homepage unter recordingblog.com findest du zwei Links. Einmal die Studio One Session, so wie sie gerade genau hinter mir ist, schon in dem aktuellen Stand. Oder falls du kein Studio One besitzen solltest, kannst du natürlich auch die einzelnen Spuren runterladen. Die kannst du dann einfach in deine DAW reinziehen, in einen neuen Song. Tempo 150 Beats, alle Spuren auf den gleichen Anfangspunkt und dann kommt auf jeden Fall das dabei raus, was wir gerade schon gehört haben. Da kann man super drauf spielen. Also, wenn du Bassist bist und eine riesen Idee hast, dann schick mir deine Idee rüber an jonas@recording-blog.com. Ich höre dann drauf und entweder ist deine Spur so mega geil, dass ich sie sofort selber nehme, dann brauche ich gar nicht mehr selber einspielen. Oder sind zumindest super Ideen dabei, die ich dann vielleicht nächste Woche für nächste Woche nochmal aufnehme, damit wir dann sehen können, was dabei rausgekommen ist. Also dein Input ist auf jeden Fall gefragt. Dein Input kann aber auch in Teil 2 von Wünsch dir was noch einfließen. Denn wenn du mir unten mal reinschreibst, mit welchem Bass ich das aufnehmen soll, dann bin ich dein größter Fan. Ich habe drei Bässe zur Auswahl. Wir haben hier zum einen einen 64er Höfner Beatles Bass. Dann haben wir einen 73er Fender Precision, so eine Allround-Maschine. Und wir haben einen 73er Precision, ne? Und einen 74er Rickenbacker 4001, die Rockmaschine schlechthin. Der Bass ist, glaube ich, in sehr, sehr vielen Rocksongs schon benutzt worden. Und Lemmy hat Zeit seines Lebens, glaube ich, einen 4001er geschrieben, gespielt oder vielleicht einen 4003er. Auf jeden Fall ein Rickenbacker, hat auf jeden Fall mächtig geknallt. Schreib mir unten in die Kommentare, mit welchem Bass ich das Ding nächste Woche einspielen soll und schick mir deine Spuren, falls du eine mega Idee hast. Und wir sehen uns dann nächste Woche zum weiteren Video im Recording-Blog. Bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassou!